Ja, hallo und willkommen bei unserer Focus Live Ernährungswoche. Ich habe heute meinen Beitrag zur Schritte-Challenge praktischerweise mit einem Besuch bei einem Hofladen bei mir in der Nähe verknüpft, das sogenannte Hofstandl. Das ist im Osten von Klagenfurt und wird vom Schlossgut Gundersdorf betreut. Das seht ihr da hinten. Da ist nicht nur ein bäuerlicher Betrieb dabei, sondern auch ein Hotelbetrieb. Das heißt, da kann man Urlaub am Bauernhof verbringen oder auch eine wunderschöne idyllische Hochzeit oder Geburtstagsfeier machen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mit Radtouren schon öfter da vorbeigekommen bin und eben da schon reinschauen habe dürfen. Also wir haben da sehr nette Führung drin gekriegt. Und die Familie, die das betreut, die stellt eben selber Produkte her, aber führt auch eben aus der Region von verschiedenen anderen bäuerlichen Betrieben Produkte. Welche das sind, schauen wir jetzt auch gleich einmal an, weil es ist ein sehr hoher Betrieb da. Also ich habe länger müssen warten, bis ich da ein bisschen freie Bahn gehabt habe, um einen Beitrag zu machen. Und bevor jetzt da der nächste dann kommt, werden wir da kurz einmal reinschauen. Und dann zeige ich euch, was ihr alles so kaufen könnt. Also das Praktische an diesen Hofläden ist ja, dass du Saisongemüse auch kriegst und deshalb auch im Winter die sehr qualitätvoll ernähren kannst. Da haben wir zum Beispiel Brote, Eier, verschiedene Mehlsorten, Haferkorn, Roggenmehl, Haferflocken. Da unten auch Polenta zum Beispiel. Dann haben wir Käsesorten, Joghurt, Milchprodukte, sogar Bio-Mozzarella. Da haben wir Desserts, Fleischprodukte, Speck, Osso Collo, ganz was Gutes. Dann da verschiedene Salze, Kräuter, Tees, Marmeladen, Sirup. Und da unten haben wir auch zum Beispiel vom Sillerhof, der ist da auch in der Nähe, die verschiedenen Öle, was er da produziert, wenn wir sie auch mal vorbeischauen. Und Kartoffeln haben wir noch da und auch Kürbis. Und jetzt war gerade früher eine Dame da, die hat da einen frischen Schokokuchen gebracht. Also an den Cookies. Und das Ganze läuft auf Vertrauensbasis. Also das heißt, das wird direkt da in der Kasse einbezahlt und ist auch 24 Stunden geöffnet. Ja, jetzt habe ich euch kurz das Hofstandl vom Gut Gundersdorf gezeigt. Ah ja, weil ich da hinten jetzt gerade sehe, das möchte ich auch noch zeigen. Das ist eine Bücherei sozusagen. Und zwar eine ehemalige Telefonzelle. Und da kann man Bücher ausleihen oder eben austauschen. Also wenn man selber was vorbeibringt, dann kann man das Buch behalten, aber sonst eben wird es ausgetauscht. Und das ist auch von einem Künstler gestaltet worden, das Ganze. Also von das ist eine wunderschöne Idee, finde ich. Ja, in dem Sinne werde ich mir jetzt wieder weiter aufmachen zu meiner Schritte-Challenge, damit ich da die 6000 Schritte im Tag zusammenkriege. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.